Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Runde Northgard. Und sofort nach dem Intro geht's los. Wenn ich das ein bisschen geübt habe, dann spielen wir das auch gegeneinander oder zusammen. Ich weiß noch gar nicht so richtig. Aber ich spiele gerade die Story, die Story-Geschichte. Das war falsch. Ich spiele gerade die Geschichte, einfach um das Spiel ein bisschen kennenzulernen, ja. Damit ich gegen Leute wie Luftratte und Markim eine Chance habe, weißt du? Weil ich bin immer so ein bisschen Noobie am Start. Und ich will mal einmal nicht der Noob sein, der keinen Plan hat. Einmal, weißt du? Und da habe ich mir gesagt, ich spiele heute mal nicht Final Fantasy VII, sondern ich mache jetzt den einfach. Sonst hätte ich jetzt nämlich Final Fantasy VII Remake am Start. Aber so, guck mal. Jetzt haben wir hier ganze 30 Steine. Das ist nicht viel, Freunde. Das ist nicht viel. Damit können wir ein kleines bisschen was entwickeln, aber das ist nicht doll. Hier können wir immer noch ein Haus hinbauen. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Holzfäller mit dazu, oder? Holz plus 5, Nahrung plus 4. Heilerhütte. Ist die schon besetzt eigentlich? Nö. Na, wir haben aber genug Doofbewohner. Los, komm. Du gehst da hin. Du gehst da auch hin. So, die Leute müssen, die dürfen nicht sterben. Das ist, das wäre... Ich habe echt keinen Plan von dem Game. Muss ich erstmal wieder reinspielen. Das heißt, du hast es also offenbar schon mal gespielt. King Fuser, wie geht's dir? Erzähl mal, wie war dein Wochenende bisher? Ich bin doch leicht... Oh, guck mal hier, Felder. Wir können Felder anlegen. Ich bin doch leicht müde vom gestrigen Among Us-Stream, muss ich dazu sagen. Oh, jetzt geht's uns gut, Leute. Wir haben hier Nahrung ohne Ende. Ja, knapp 4. Das ist natürlich nicht viel, aber wir. Also, pff, ja. Das ist aber. Das ist. Da bist du mir bei den meisten Spielen deutlich voraus schon, ne? Für PS4 und PS5. Warte mal. Das hier ist ja am PC. Ne? Das ist nicht PlayStation 4. Aber ich habe letztens was gesehen, was für die PS4 kommen soll. Ein richtig cooles Aufbauspiel. Wenn ich jetzt wüsste. Wenn ich jetzt wüsste. Oder gibt es Northgard auch für die PS4? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht, wie das hieß, ne? Aber ich habe da auf jeden Fall ein Spiel gesehen letztens. Hä? Eins von zwei Schafen? Was ist mit dem anderen Schaf? Bin ich blöd? Ich habe das vorher nicht zugewiesen, wa? Ach, das gibt's auf der PS4. Sehr gut. Ja, okay, dann ist das ziemlich cool, muss ich mal sagen, ne? Das ist ein bisschen wie Kingdoms Reborn, muss ich dazu sagen. Wenn du das kennst. Wir werden angegriffen. Ein Wolf. Ja, der ist schon platt. Ja, ist halt gut. Jetzt aber auch schnell heilen lassen. Jetzt aber auch schnell zur Heilung. Wir haben zwei Heiler, die müssten das hinkriegen, ne? Ja, guck mal, hier wird schon geheilt. 2,8 Zufriedenheit. Also alle 32 Tage kommt jemand. Naja, okay. Ich stell den mal mit hier unten hin, meinen kleinen Helden, ne? Jäger haben wir. Wie viele Jäger haben wir denn? Wir haben ein Haus, können wir auch gleich aufwerten, ne? Wir haben 2 und 2. Okay, das passt schon. Holztechnisch immer noch ein Plus von 8. Oh, ich muss... Ah ja, warte mal, ich brauche was zum... Die Entwicklung eines Gebäudes kostet 18% weniger. Oh! Das ist ja gut. Da können wir doch jetzt die Häuser für wie weniger Stein, oder? Mhm. Bin ja begeistert. So, der Winter ist zu Ende. Wir haben Steine eingelagert. Lass uns versuchen, möglichst viele Gebäude aufzuwerten. Gute Idee, das Aufwerten ist mehr als reiner Luxus. Es ist der Schlüssel zum Sieg. Dadurch können wir mehr Arbeiter beeinflussen und unsere Aktivitäten effizienter gestalten. Wir werden aber vermutlich nicht alle Gebäude aufwerten können. Wir sollten uns genau überlegen, welche am wichtigsten sind. Wir sollten auch den Abbau von Eisen nicht vergessen. Unsere Arbeiter könnten definitiv besseres Werkzeug gebrauchen. Aha, aha, aha. Eben im Storage, könnte ich es empfehlen. Also, das, was ich bisher gespielt habe, ne, wenn du wirklich nach Aufbauspielen suchst, muss ich sagen, ja, ich glaube 8 Euro kostet es, ne? War das so? Oder von mir aus auch 10 Euro, kann das sein? Das ist es wert. Was kostet es denn im PlayStation Store? So, was könnte man denn jetzt aufwerten? Was könnten wir aufwerten? Das Haus, wenn wir das Haus auf... Was ist denn, wenn wir das aufwerten? Heilt eure Klammer um 20% schneller, brauchen wir vielleicht nicht. Die Jagdhütte.
Eine weitere Jägereinheit kann dazugewiesen werden. Jäger im Gebiet haben einen Populationsbonus von 20%. Beim Haus können einfach mehr Leute reinwohnen. Ne? Kann 3 zusätzliche Clanmitglieder aufnehmen. Besser als Haus bauen. 20 Euro, okay. Ja, du könntest, genau, bei Instant Gaming könntest du zum Beispiel gucken, ob du dann die PlayStation-Variante etwas günstiger kriegst, ne? Ihr braucht mehr Häuser. Kann ich noch ein Haus irgendwo hier hinsetzen? Wir gucken mal ganz kurz. Vielleicht ist es besser, hier sind 4 von 4. Dann machen wir eben da oben auch noch ein Haus hin, ne? So, aber wir brauchen auf jeden Fall, hier ist einer zugewiesen, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Ganz, ganz wichtig ist das. Aha, das ist die eine da oben. Aber wir machen aber es wirklich so, ich mache das Haus hier. Erfordert ein aufwertetes Gemeindehaus. Das heißt, wir müssen zumindest das Gemeindehaus schon mal aufwerten. Da brauchen wir 10 Steine. Und wie viel haben wir aktuell? 8. Also im Moment dauert es noch. Aber der hat auch, überleg mal, schon 8 Häuser abgebaut. Ne, 8 Steine. Das ist, huiuiui, sag ich jetzt mal. Nächster Dorfbewohner. Ah, hier sieht man sogar, wann der nächste Dorfbewohner kommt. Sehr interessant. Bei 3,8. Alle 28 Tage einer. Haben wir jetzt 9 Steine mittlerweile? Okay, wir brauchen erstmal eine Ruhmeshalle auf jeden Fall als nächstes. Ne, Handelsposten. Genau, Handelsposten. Das ist auch ganz wichtig, ne? Ja, Leute. Danke, Luftratte, für 76 Bits. Vielen, vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank für die 76 Bits. Ja, freut mich sehr, freut mich sehr. So, jetzt kommen wir aber aufwärmen. So, bestätigen wir das mal. Können wir jetzt schon mehr Leute bekommen? Ach, guck mal, da können wir jetzt schon 6 Leute mehr bekommen, ne? Du, pass auf, wenn die Runde durch ist und wir noch Zeit haben, fangen wir mal eine Multiplayer-Runde an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht, ne? Was sagt meine Frau zu der Hand? Die hatte ja, die fand die auch geil. Also wisst ihr, wie wir darauf gekommen sind? Ich hab bei Amazon Prime diese Sendung geschaut. Mit ihr zusammen. LOL, ne? Mit Michael Bulli Herbig hier. Und da hatte die Caroline Kebekus andauernd. Die hatte die ganze Zeit so eine Hand an der Gusche. Die ganze Zeit, so hat die immer gemacht. Und das fand ich ganz witzig. Und meine Frau auch. Und da habe ich gesagt, okay, ich kaufe mal so eine Tiny Hands. Kennst du nicht? Du hast Amazon Prime nicht geguckt hier. LOL. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, klar, genau. Jetzt ist der dumme Hund da oben. Schnell rennen! Schnell rennen, Halfguard! Beeil dich mal! Aber du siehst, es klappt. Die sind gut, ne? Meine Heiler machen auch ihren Job. Das finde ich gut. Oh. Hier starb also, oh. Der Speer verstarb aus Versehen. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Wir sehen, ich muss also mich weiterentwickeln. Wir bauen gerade erstmal, ich bin natürlich wieder viel zu langsam im Entwickeln, ne? Nahrung geht steil, wir können also auf jeden Fall noch ein Grundstück kaufen. Was kaufen wir als nächstes? Wir gehen hier hin, ne? Geht nicht, weil Wolf. Dann gehen wir mal hier runter. Und hoffen mal, dass wir da jetzt vorankommen. Wir brauchen natürlich so dann die ersten Soldaten auch schon. Aber um die Soldaten günstig, das muss alles, ja, wie soll ich sagen? Brauchen wir Geld für. Also komm, geh mal du Geld sammeln. Wir brauchen noch mehr Geld. Geh du auch Geld sammeln. So. Was können wir denn mal entwickeln? Wir können Medizin. Heiler um 50% besser. Sehr gut. Diesmal gehen wir mal ein bisschen besser vor, ne? Also ich habe mich ganz schön bei diesem LOL, ich habe ganz schön gelacht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also wirklich, das war schon anders wild. Weil das Ding ist ja bei LOL, das heißt ja Last One Laughing, da geht es darum, dass wer zuletzt lacht, hat gewonnen. Ne? Und da sind irgendwie 8 Leute eingesperrt, die gemeinsam nicht lachen dürfen. Und das ist wirklich interessant. Weil wenn man dann so sieht, wie die sich auf Krampf das Lachen verkneifen, wie denen die Augen tränen, ja? Weil irgendwelche Leute irgendwelchen Blödsinn machen. Und ich glaube, ich könnte das nicht. Ich lache über jeden Schmarrn. Ich könnte ja das nicht. Da würde ich ja... Ich hätte ja sofort verloren. Oh. Oh, nee. Da gehen wir mal nicht hin. Da stirbt mir der Halfguard gleich weg. So, hier könnten wir... Steinkreis. Macht einen Dorfbewohner zum Meister der Lehren. Ja, dann machen wir das. Haben wir noch einen Dorfbewohner übrig, aber da hinstellen können? Einen wenigstens, ne?
Und dann machen wir auch hier gleich mal, da lassen wir uns mal eine Soldatenhütte bauen. Ach, hier gibt es auch Steine. Ach, guck mal, die holen wir als nächstes. Wir machen aber erstmal Ausbildung. Und dann siehst du, jetzt haben wir aber das Problem, wir haben keine Leute mehr, ne? 14 von 18. Ich entwickle noch das Haus hier. Dann können wir 21 Leute im Dorf haben. Und wenn ich das Haus hier auch noch entwickeln sollte, dann können wir ja noch mehr Leute im Dorf haben. Nur mit den zwei Häusern. Das ist schon ganz nett. Kann ich das eigentlich auch nochmal entwickeln? Nee. Ach, der nächste Dorfbewohner kommt gleich. Das kriegen wir hin. Nahrung immer noch. Plus 8. Plus 16. Holz plus 8 sieht gut aus. Wir können also gleich das nächste Grundstück. Aber das wird im Moment problematisch sein, dahin zu ziehen. Können wir hier unten hinziehen? Das sind Wölfe. Also jetzt komme ich nirgends mehr hin. Kann ich hier drüben was machen? Tja. Komm, dann besiedeln wir einfach das gleich. Das passt schon. Da haben wir nämlich hier das eine Ausbildungslager und gleich daneben machen wir das andere Ausbildungslager. Nämlich das für Axtwerfer. Wir bauen da. So. Ratten haben eure Nahrungsreserven. Ihr sollt Nahrungssilos bauen. Das Problem ist, ich kann kein Nahrungssilo bauen. Weil dafür brauche ich natürliches Nahrungsvorkommen. Doch, hier kann ich es machen. Weil hier sind Felder. Da baue ich ein Nahrungssilo hin. Machen wir das mal. Können wir mehr Nahrung sammeln. Das ist ganz nett. Oh, die Leute sind nicht mehr so zufrieden. Wir sind krank. Ey, was ist los, Heiler? Schaffen die es nicht, oder? Naja, okay. Die schaffen das schon, ne? Wir müssen halt noch ein paar Heiler bauen. Das kommt gleich.